Momentan sind wir da an der Hoferschanze und wir haben vergangenen Winter 10.000 Kubik Schnee produziert. Momentan sind wir dabei, mit 20 cm dicker Styroporplatte diesen Schnee abzudecken, sodass der ein bisschen geschützt ist von der Wärme und vom Regen. Den werden wir jetzt übersommern, sodass wir dann im Herbst, wenn es Weltcup-Skispringen ist, den wieder auspacken und dann auf die Schanze auftragen. Den Schnee haben wir produziert mit unserer Schneemaschine vor Ort. Und das haben wir jetzt gemacht im Januar und im Februar. Und dann ist der Berg in Form gebracht worden, sodass wir die Styroporplatte auflegen können. Ja, es sind so circa 3000 Quadratmeter Styroporplatte. Das ist natürlich eine ganz schöne Menge. Und die müssen natürlich jetzt erst einmal aufgelegt werden. Vor allen Dingen am Hang ist es nicht ganz einfach, weil die Leute müssen dort mit Steigeisen laufen, weil es ist relativ steil. Es ist jetzt auch ein ziemlich gefrorener Schnee. Und, ja, aber im Großen und Ganzen läuft das Ganze recht gut. Momentan haben wir rund 45 Leute im Einsatz. Ja, seit heute Morgen um 8 sind wir dran. Und ich denke, wir werden noch ein, zwei Tage beschäftigt sein, bis wir komplett fertig sind. Natürlich haben wir Verlust, das haben wir auch einkalkuliert, so rund 30% haben wir mal einkalkuliert. Und im Herbst werden wir dann sehen, wie das Ganze läuft. Wir haben einen Testversuch gemacht letztes Jahr mit Sägespäne. Der Berg war aber einiges kleiner wie der. Und dort haben wir schon guten Erfolg gehabt. Und diese haben wir gesagt, machen wir es auch mit Styroporplatte. Ja, es hat schon mal in Ruhpolding wird sowas auch gemacht. Die machen allerdings ein bisschen weniger. Ich glaube, die machen 6 oder 8000 Kubik Schnee. Und die machen das schon seit ein paar Jahren immer wieder mal so spontan. Und wir waren mit dem Schanzenchef, der Schlegel Matthias und ich, wir waren so circa vor 5-6 Jahren, waren wir in Ruhpolding, haben uns das Ganze mal angeguckt, was haben die für Erfahrungen gesammelt mit dem ganzen System. Und dann haben wir gesagt, wir probieren das auch, weil wir haben ja unseren Weltcup relativ früh im Dezember. Und da wissen wir ja nicht, kriegen wir den Schnee dort zusammen bis dorthin. Weil es wird ja dann dementsprechend auch kalt sein, November, Dezember. Aber das ist natürlich auch ein Stück Planungssicherheit, das muss man natürlich auch sagen.